Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Wir sind immer noch beim Katzenrätsel und es ist immer noch die Frage, wie viele Katzen können in 100 Minuten 100 Mäuse fangen? Und ich wollte eigentlich die Rechnung fortführen, nur mir ist eine Sache aufgefallen. Wir machen es nochmal weg. Wenn 5 Katzen in 5 Minuten 100 Mäuse, 5 Mäuse fangen, warum sollten dann die 5 Katzen in 100 Minuten keine 100 Mäuse fangen? Also bleiben die 5 Katzen hier stehen und wir versuchen es einfach mal mit den 5 Katzen, die schon da sind. Yay! Doch noch mal die Kurve gekriegt, Glück gehabt. Man macht es sich einfach viel zu kompliziert. Genauso ist es. Okay. Du hast ein Gemäldestück erhalten. Rätsel Katzen und Mäuse, die 48, steht nun im Rätselindex. Schauen wir uns doch mal die 52 an. Finde den Stern, ja. 30 Pikarat wert. Ein Stern ist in diesem Bild versteckt. Er hat dieselbe Form und Größe wie das Beispiel rechts unten. Zeichne die Konturen des versteckten Sterns mit dem Touchpen nach. Schauen wir mal. Hier sieht doch schon mal so aus, als wäre das hier. Nein. Nochmal. Schauen wir uns mal genau an. Ich muss es doch finden können. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hier. Kann das sein, dass der das ist? Ich versuch's einfach mal. Yay! Cool. Wahnsinn! Du hast ein Gemäldestück erhalten. Finde den Stern, steht nun im Rätselindex. Nächstes Rätsel her, sagen wir mal, wir nehmen Rätsel 54. Ja, genau. Monsterangriff, 20 Pikarat wert. Oh nein, das Dorf ist in großer Gefahr. Während du diese Zeilen liest, schickt sich ein abscheuliches Monster an, über das nächtliche Sammelsterium herzufallen. Schlag das Untier zurück, indem du ihm ins Auge stichst. Und um Schnurrbarts Willen, beeil dich. Monster. Erstmal das Monster finden. Leute, ich glaube, ich habe es gefunden. Schaut euch das mal an. Hier ist ein Horn, hier ist die Schnauze, der Oberkiefer und hier ist der Unterkiefer. Hier ist die linke Hand oder rechte. Das sind die beiden Hände. Und dann müsste das das Auge sein. Piek nur mal ins Auge, vielleicht hilft das ja. Yay! Cool! Also wer Kingdom Hearts kennt, dann und die Mangas vor allen Dingen, da weiß man, dass man ein großes Monster immer ins Auge stechen sollte, damit es nichts mehr sieht. Ist bei den meisten Adventures so.
Damit hätten wir das Rätsel auch schon gelöst. Klasse, genial. Hast ein Gemäldestück erhalten. Monsterangriff steht nun im Rätselindex. Okay, schauen wir uns mal Rätsel 49 an. Tausendmal. Rätsel 49, tausendmal. 20 Pikarat wert. Was zum Kuckuck bedeutet diese Botschaft? Folgendes steht auf einem Zettel, den du aufgehoben hast. Ist tausendmal. Um diese befremdliche Nachricht zu verstehen, verständlich zu machen, brauchst du nur durch einen bestimmten Buchstaben des Alphabets zu ersetzen. Und zwar durch welchen? Es ist übrigens dreimal derselbe Buchstabe. Was ist tausendmal doppelt? Okay, ich bin jetzt gänzlich verwirrt, Leute. Das Rätsel spare ich mir auf. Gucken wir, ob wir noch ein anderes lösen können. Und zwar Rätsel 45. Auf dem Mond. Pikarat wert. Auf dem Mond beträgt die Schwerkraft nur ein Sechstel der Schwerkraft der Erde. Folglich wiegen Objekte auf dem Mond nur ein Sechstel dessen, was sie auf der Erde wiegen. Wenn du ein 600 Gramm Gewicht und eine Waage auf dem Mond, ein 600 Gramm Gewicht und eine Waage auf dem Mond brächtest und dort das Gewicht auf die Waage legst, was würde die Waage dann anzeigen? Da keine Schwerkraft auf dem Mond ist, normalerweise würde das Ding gar nicht auf der Waage liegen bleiben, oder? Aber teilen wir mal die 600 Gramm durch 6. Ein Sechstel davon wären 100 Gramm. Also ich schwanke zwischen A, B oder C. Versuchen wir es mal mit A, weil ich denke, dass gar kein Gewicht da ist. Okay, A ist also schon mal falsch. Erneut versuchen. Wenn ich jetzt bei diesem Rätsel hoffnungslos versage, seht's mir nicht übel. Das muss doch jetzt klappen. Dann nehmen wir mal, wenn es nur um das Gewicht geht, können wir ja die 100 Gramm nehmen. Weil das wäre die 600 durch 6 gewesen. Das wäre ein Sechstel davon. Auch falsch. Was für eine Lösung muss man denn hier haben? Okay, Leute, da ich jetzt schon zwei Lösungen ausprobiert habe, werde ich jetzt die letzten beiden auch noch ausprobieren. Fangen wir mal mit B an. Das könnte ja sich nur noch um B handeln. Denke ich mir jetzt mal so. Okay, auf die Begründung bin ich sehr gespannt. Stimmt genau, die Waage würde ein Gewicht von unter 100 Gramm anzeigen. Jede Waage wird unter Berücksichtigung des Gewichts der Waagschale geeicht. Da auch eine Waagschale auf dem Mond nur ein Sechstel ihres Eigengewichts wiegt, muss die Waage nun ein Gewicht unter 100 Gramm anzeigen. Alles klar. Jetzt bin ich ein bisschen geärgert über mich selber, weil ich hätte es eigentlich mitkriegen müssen. Und hier wird es in der nächsten Folge weitergehen. See you later, Leute.